Vor kurzem hatte der Instagram-Account vom ZDF Info ein Bild gepostet, auf dem unterschiedliche, teilweise sehr gruselige Sagengestalten aus ganz Deutschland gezeigt wurden. Viele Leute wollten mehr Infos zu diesen Kreaturen, die teilweise aus ihrer eigenen Heimat stammen, und deswegen möchte ich euch heute alle Kreaturen erklären, die scheinbar in Deutschland ihr Unwesen treiben. Viel Spaß! Wir gehen die Bilder des Beitrags durch und fangen beim ersten Bild und der ersten Sagengestalt an. Das Schweriner Petermännchen. Beim Schweriner Petermännchen handelt es sich um einen Geist, der bis heute sein Unwesen im Schweriner Schloss, dem Sitz des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern, treibt. Es handelt sich beim Petermännchen um ein ungefähr zwergenähnliches Wesen mit menschlichem Aussehen. Es trägt bei sich eine Laterne, ein Schwert und einen Schlüsselbund und trägt sehr altertümliche Kleidung. Das Petermännchen selbst ist allerdings nicht gefährlich. Es ist ein Poltergeist, dessen Freude darin besteht, sich Scherze zu erlauben. Wenn er aber Diebe oder Eindringlinge in seinem Schloss erblickt, so wird er diese Eindringlinge mit Plagen verfluchen, ihnen Streiche spielen oder sie so lange heimsuchen, bis sie vor Angst die Flucht ergreifen. Wer allerdings dem Petermännchen gegenüber freundlich gesinnt ist, soll sogar manchmal Belohnung kriegen. Als nächstes haben wir Barbarossa. Friedrich der Erste, oder auch Barbarossa genannt, ist definitiv keine Sagengestalt. Es handelt sich hierbei um einen ehemaligen Kaiser des Römisch-Deutschen Reiches. Es war also eine reale Person, die früher tatsächlich existierte. Warum also wurde dieser Kaiser hier unter die Sagengestalten gelegt? Der Grund dafür hat mit seinem Ableben zu tun, denn es heißt, dass Barbarossa in Wahrheit bis heute immer noch lebt. Eigentlich soll er damals im Jahr 1190 verstorben sein, doch laut der Legende um ihn lebt Barbarossa bis heute unter der Erde hier in Deutschland weiter. Unter seinem eigenen Denkmal, das Kyffhäuser-Denkmal, das für ihn errichtet wurde, soll er unterirdisch warten, bis die Zeit reif ist. Dann heißt es, soll er wieder aus seinem Grab aufsteigen und das römisch-deutsche Reich wird wieder auferstehen und zu altem Glanz kommen. Doch bis dieser Tag kommt, sitzt er laut dieser Sage in einer Kammer unter der Erde und wartet einfach nur, während sein roter Bart unaufhörlich weiter wächst. Nun kommt die Winselmutter. Die Winselmutter gibt es in vielen Regionen Deutschlands. Es handelt sich hierbei um den Geist einer älteren Frau, der keine Ruhe findet. Bis heute gibt es immer noch Leute, die in manchen Nächten der festen Überzeugung sind, sie hätten die Winselmutter gesehen oder sie zumindest gehört. Denn eine Erscheinung passiert meist wie folgt. Eines Nachts, wenn eigentlich alles ruhig und friedlich ist, hört man plötzlich draußen ein schreckliches Wimmern, Klagen und Winseln von einer Frau. Es klingt, als wäre draußen eine Frau, die tief traurig ist und in großen Schwierigkeiten. Doch wenn man dann aus dem Fenster blickt, sieht man lediglich eine schemenhaft weiße Gestalt, die durch die Straßen zieht. Wenn man diese Gestalt draußen erblickt, ist dies jedoch kein gutes Zeichen. Denn sollte man die Winselmutter sehen, heißt es, dass Tod und Unheil kurz bevorsteht. Das letzte Wesen auf dem ersten Bild ist Martin Pumphut. Martin Pumphut ist eine Sagengestalt aus Oberlausitz. Es heißt, dass er in Sofla aufwuchs und als er damals ein Kind war und so seine Zeit vertrieb, kam eines Tages eine merkwürdige Schlange zu ihm und leckte ihm am Auge. So bekam Pumphut die Fähigkeit, hell sehen zu können. Später erlernte er dann auch noch die Fähigkeit zu zaubern, denn sein brauner Hut, den er immer trug, gab ihm Zauberkräfte. Laut manchen Legenden nutzte er diese Kräfte aber nur, um böse Leute zu bestrafen, doch es heißt auch immer wieder, dass er in Wahrheit ein Wesen war, das irgendwie mit dem Teufel im Bunde stand. Als nächstes kommen wir zu den Sagengestalten aus dem nordwestlichen Teil Deutschlands. Hier haben wir zunächst Nispuk. Bei Nispuk handelt es sich um eine Sagengestalt aus dem Gebiet an der dänischen Grenze. Es heißt, dass Nispuk ein kleiner Hausgeist ist, der sich meist in Scheunen oder auf Dachböden versteckt. Dieser Hausgeist, wenn er von guten Menschen umgeben ist, kümmert sich darum, dass Haus, Hof und Tiere versorgt werden und das Unheil von den Familien ferngehalten wird. In anderen Geschichten jedoch ist er vielmehr ein bösartiger Kobold, der Leute heimsuchen will. Es kommt also auf die Überlieferung darauf an, ob er gut oder böse ist. Wenn ihr Nispuk selbst einmal erblicken wollt, muss ich euch aber leider enttäuschen.
Denn laut diesen Legenden heißt es, dass er ausschließlich von Kindern gesehen werden kann. Als nächstes kommen wir zu den Gongern. Gonga sind die deutsche Variante von echten Zombies, von lebenden Toten. Es handelt sich hierbei um Menschen, die unschuldig ermordet wurden und daher auch nach dem Tod keine Ruhe finden konnten. Auch wenn ihre Gräber verwüstet wurden, heißt es, dass sie manchmal aus den Gräbern kommen und umherwandern. Eine andere Version der Geschichte, die allerdings viel, viel vertretener ist, spricht davon, dass ausschließlich Menschen, die auf hoher See ums Leben kommen, als Gonga wiedergeboren werden, damit sie ihren Hinterbliebenen mitteilen können, dass sie tot sind. Wenn ein Seemann auf hoher See verstarb oder verschollen war, wussten die Angehörigen meistens wochenlang nichts von dem Tod ihres Geliebten. Und diese Gonga, diese Geister oder Zombies, kommen dann also vom Meer aus wieder zurück und wollen dann ihren Angehörigen zeigen, dass sie verstorben sind. Dies tun sie, indem sie sich auf die Betten ihrer Hinterbliebenen legen und dabei einen Abdruck von Salzwasser hinterlassen. Wenn ihre Angehörigen das am nächsten Morgen dann sehen, wissen sie ganz genau, was auf hoher See passiert war. Der Klabautermann ist tatsächlich eigentlich nicht direkt eine deutsche Sagengestalt, da sie lediglich auf Schiffen vorkommt, die auf hoher See sich befinden. Es handelt sich erneut um einen Geist oder Kobold. Ihr müsst wissen, früher wurden diese Wesen oft als Geister oder Kobolde gleichermaßen bezeichnet, da laut Sagen auch Kobolde in der Lage waren, unsichtbar zu sein. Diese Geister, die Klabautermänner, leben auf Schiffen und hämmern vor allem nachts gegen die Wände des Schiffes, um die Besatzung zu verängstigen. Aber es kann auch dazu kommen, dass der Klabautermann nachts über das Boot läuft und sich auf den Mast zum Beispiel setzt und etwas übers Meer hinausblickt. Doch man sollte immer aufpassen, dass man gerade nachts den Klabautermann nicht erblickt. Denn laut diesen alten Legenden heißt es, wenn man nachts auf dem Deck ist und man sieht den Klabautermann, dass er ein Vorbote dafür ist, dass das Schiff bald sinken wird. Nie wollte ein Seemann jemals den Klabautermann erblicken. Der Glühschwanz ist das nächste Wesen und es handelt sich hierbei um ein Gespenst, das wie ein glühender Drache aussieht. Es heißt, dass nachts über den Himmel ein Drache mit glühendem Schwanz über die Häuser geflogen ist. Doch erneut geht keine Gefahr von diesem geisterhaften Wesen aus, solange man ein guter Mensch ist. Denn es heißt, dass der Glühschwanz über die Häuser böser Leute fliegt und sie hell erleuchtet, damit jeder weiß, wer in Wahrheit ein schlechter Mensch ist und die Untaten dieser Menschen erblicken kann. Gleichermaßen soll der Glühschwanz Geld durch Schornsteine guter Menschen werfen. Solange ihr also nichts Böses getan habt, ist es nicht schlimm, wenn der Glühschwanz euch besucht oder ihn sehen könnt. Und das letzte Wesen aus dem nordwestlichen Teil Deutschlands ist der Rattenfänger von Hameln. Der Rattenfänger hat bereits auf diesem Kanal ein eigenes Video von mir bekommen, daher halte ich mich kurz. Es geht darum, dass die Stadt Hameln früher ein Rattenproblem hatte und dann kam ein Mann, der sagte, er könnte für eine relativ hohe Summe Geld alle Ratten aus der Stadt vertreiben, indem er einfach nur auf seiner Flöte spielte. Da die Stadt keine andere Möglichkeit hatte, willigten sie ein und der Mann tat, was er versprochen hatte. Er spielte Flöte und die Ratten folgten ihm aus der Stadt heraus zu einem Fluss, wo sie dann ertranken. Damit war das Rattenproblem gelöst, aber die Stadtbewohner wollten die Summe dann nicht bezahlen, die sie ausgemacht hatten, da die Ratten ja tot waren und sowieso nicht zurückkehren konnten. Sie hatten somit also nichts Negatives zu erwarten, wenn sie den Mann nicht bezahlen würden. Da wurde der Rattenfänger sehr wütend und kam eines Nachts nach Hameln zurück und spielte erneut auf seiner Flöte. Doch statt Ratten kamen damals nur Kinder aus den Häusern und folgten ihm. Viele Kinder, angeblich über 100, verschwanden an diesem Tag spurlos und weder sie noch der Rattenfänger selbst wurden jemals wieder erblickt. Der vorletzte Bereich ist der mitteldeutsche Raum. Hier haben wir zunächst den Hödecken. Dies ist erneut ein Kobold, der Nachrichten zwischen den Orten Hildesheim und Winzenburg übermittelt. Ansonsten handelt es sich dabei um einen freundlichen Hauskobold, der für einen Bischof auf sein Haus aufpasste, wenn der Bischof mal weg musste. Eines Tages sagte der Bischof, er müsste gehen und der Kobold solle auf seine Frau aufpassen. Während der Bischof weg war, kamen aber ganz viele Liebhaber zu der Frau, um mit ihr zu schlafen. Der Kobold, der auf sie aufpassen sollte, sprang dazwischen und verjagte alle Liebhaber.
Als der Bischof zurückkehrte, war der Hürdeken allerdings extrem zornig und sagte, dass er lieber auf alle Schweine von Sachsen aufpassen würde, als noch einmal auf eine solche Frau aufpassen zu müssen. Wer jetzt allerdings denkt, dass der Hürdeken nur nett ist, den muss ich enttäuschen. Denn in einer anderen Geschichte der Gebrüder Grimm heißt es, dass einmal ein Küchenjunge den Kobold so sehr nervte, dass der Hürdeken den Küchenjungen erwürgte, in Teile schnitt und dann kochte. Als nächstes haben wir den Sürtgens Mossel. Der Sürtgens Mossel, oder auch Sürtgens Musel genannt, ist ein Wesen, das zwischen Bergstein und Niedecken sein Unwesen treibt. Die Geschichte dieses Wesens ist merkwürdig, denn es heißt, dass zu Zeiten von Kaiser Karl V., einem Anführer von Truppen, es gegeben haben soll, der vom Bergstein aus Niedecken angreifen wollte. Um dies unerkannt zu schaffen, hüllte sich dieser Anführer in ein Hundefell und schlich an die Stadt heran. Von dort aus wollte er dann, wenn sein Angriff erfolgreich war, seinen Truppen ein Zeichen geben, wann sie nachkommen sollten. Doch dieses Zeichen gab es nie. Man ging damals davon aus, dass er wahrscheinlich erwischt und beseitigt wurde. Zuvor hatte er allerdings geschworen, dass wenn er auf dem Weg besiegt wird, er jahrhundertelang diese Region heimsuchen wird. Und das scheint er tatsächlich zu tun. Denn bis heute gibt es Aussagen, dass man in dieser Region einen Mann erblicken kann, der im Hundepelz umherläuft. Die nächste Sagengestalt kommt aus Köln und es handelt sich um das Heinzelmännchen. Hierbei handelt es sich erneut um einen Hausgeist, der den Einwohnern Kölns hilft, ihre Arbeit zu verrichten, wenn diese gerade schlafen. Lässt man also sein Haus unordentlich oder hat vergessen zu kochen, taucht nachts das Heinzelmännchen auf und erledigt all diese Arbeiten für einen. Jedoch muss dafür eine Sache erfüllt sein. Wenn die Heinzelmännchen arbeiten, darf man sie niemals dabei sehen. Sobald man zum Beispiel nachts aufsteht und mit ansieht, wie ein Heinzelmännchen gerade kocht oder die Wohnung aufräumt und sie das bemerken, dass man sie gesehen hat, dann werden sie für immer verschwinden und nie wieder zurückkehren. Die Lorelei ist eine verführerische Jungfrau, die laut einer Legende immer am Mittelrhein saß und ihr wunderschönes Haar kämmte, während sie Lieder sang. Ihr Gesang war allerdings so wunderschön, dass Schiffskapitäne davon so abgelenkt waren, dass sie vergaßen, auf den Fluss zu achten und sich ganz ihrer Musik hingaben. Dabei kam es an eben dieser einen besagten Stelle im Mittelrhein, wo sie stets saß, zu schrecklichen Unfällen, die oft tödlich endeten. Die Frau selbst, die Lorelei, soll auch nicht einfach eine normale Frau gewesen sein. In manchen Geschichten heißt es, dass sie eine Zauberin war, die Tochter des Flusses, oder eine Jungfrau, die sich vor einiger Zeit aus Liebeskummer selbst im Rhein ertränkt hatte und deren Geist nun immer noch dort sitzt und die Lieder singt. Bis heute meinen Leute, irgendwie ihren Gesang dort hören zu können. Und das letzte Wesen aus Mitteldeutschland ist der Stüb. Der Stüb ist letztendlich nichts anderes als ein Werwolf oder Gestaltwandler. Ein Mensch, der in der Lage ist, sich entweder freiwillig oder aufgrund des Vollmondes in einen Wolf zu verwandeln und dann Unheil anzurichten. Im Gegensatz zu den klassischen Werwölfen, die wir aus Geschichten oder auch zum Beispiel aus Sci-Fi-Filmen kennen, frisst der Stüb keine Menschen oder zerfleischt sie in irgendeiner Art und Weise. Dieses Wesen lauert lediglich Wanderern auf und wenn diese an ihm vorbeilaufen, springt er auf ihren Rücken und lässt sich von ihnen tragen. Letztendlich kann man also sagen, der Wolf ist einfach nur hammermerkwürdig. Kommen wir nun zu den letzten Wesen aus diesem Beitrag und diese stammen aus Süddeutschland. Zunächst haben wir Siegfried. Siegfried ist der Protagonist der berühmten deutschen Nibelungensage. Bei Siegfried handelt es sich um einen Helden, der übermenschlich stark war, großen Mut und Tapferkeit besaß und dessen größte Leistung es gewesen war, einen Drachen zu töten. Bei Siegfried handelt es sich nicht um eine Kreatur, die bis heute noch leben soll, doch manche sind der festen Meinung, dass Siegfried früher tatsächlich existierte und der Beweis für ein übermenschlich starkes Wesen war. Dafür gibt es allerdings keine klaren Beweise. Als nächstes haben wir den Hegelmoor. Hier haben wir die wohl gruseligste Kreatur dieses Beitrags. Der Hegelmoor ist ein Wassermann, der unter der Wasseroberfläche von Flüssen, Seen und Weihern lauert und nur darauf wartet, dass Kinder am Wasser spielen oder eventuell sogar ins Wasser hineingehen und unvorsichtig sind.
Wenn Kinder dies tun und sich zu dicht am Wasserrand aufbewahren oder beziehungsweise aufhalten, taucht der Häggelmo aus dem Wasser auf und hat in seiner Hand einen großen silbernen Haken. Mit diesem Haken packt er die Kinder und zieht sie in die Tiefe des Gewässers und ertränkt sie dort. Diese Sage wird Kindern bis heute teilweise erzählt, damit sie nicht an Wasserläufen spielen und eventuell hineinfallen und ertrinken. Es ist trotzdem eine wirklich gruselige Kreatur. Als nächstes haben wir den Elftritsch. Hierbei handelt es sich um eine Sagengestalt in Form eines Vogels. Es handelt sich um eine Art Huhn, das nicht fliegen kann, ein Hirschgeweih besitzt, einen enorm langen Schnabel hat und aus irgendeinem Grund Brüste besitzt. Es gibt tatsächlich nicht wirklich viel mehr, was ich zu diesem Wesen sagen kann. Es ist letztendlich ein Huhn mit Brüsten. Kommen wir nun zum Wendelstein-Männlein. Hierbei handelt es sich nicht um ein Wesen, sondern um eine ganze Gesellschaft aus Wesen, die zwar wie Menschen aussehen, aber kleiner waren und in Höhlen gelebt haben. Ungefähr 1,20 Meter groß soll diese Art Mensch gewesen sein. Und dies waren erneut Wesen, die gute Menschen unterstützten und ihnen bei Arbeiten halfen und böse Menschen bestraften, indem sie zum Beispiel Dinge von denen stahlen. Doch auch wenn es laut einigen Legenden früher extrem viele dieser Kreaturen gegeben haben soll, sind sie heutzutage alle verschwunden. Wo sie sind und was mit ihnen passierte, weiß man allerdings nicht. Der Wolpertinger ist ähnlich wie der Elftritsch und es handelt sich hierbei um ein Mischwesen, das Charakteristika von vielen Kreaturen besitzt. So wird dieses Wesen oft als Hase oder Eichhörnchen gezeigt, mit einem Geweih auf dem Kopf, scharfen Zähnen und Flügeln von einer Ente. Manchmal hat dieses Wesen auch einen Schnabel oder Flossen. Letztendlich ist ein Wolpertinger einfach nur ein Mischwesen, das viele unterschiedliche Formen annehmen kann, aber heutzutage nicht mehr existieren soll, da es zu viel gejagt wurde. Kommen wir nun jetzt noch zu dem letzten Wesen dieser Liste, dem sogenannten Nachtkrab. Der Nachtkrab ist ein Wesen, das ähnlich wie der Sandmann agiert. Allerdings meine ich hier nicht den Sandmann, den man aus der Kika-Kinderserie kennt. Es handelt sich hierbei um eine Schreckensgestalt in Form eines schwarzen großen Vogels, der nachts über Süddeutschland fliegt und Ausschau nach Kindern hält, die nach Einbruch der Dunkelheit sich immer noch draußen befinden. Wenn dieser Vogel draußen so ein Kind erblickt, stürzt der Nachtkrab vom Himmel herab, packt sich ein Kind und fliegt dann mit diesem Kind davon. Er frisst das Kind nicht oder so, aber er trägt es so weit weg, dass das Kind nie wieder von alleine nach Hause finden kann. Diese Geschichte wird Kindern erzählt, damit sie sich nicht trauen, spät noch draußen zu sein. Und das waren sie. Das waren alle Kreaturen von diesem ZDF-Infobeitrag, alle Kreaturen und Sagengestalten aus Deutschland. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.